Hallo! Ich muss ja noch hier Titelmelodie spielen. Kleinen Moment! Okay. Ah. Und weiter geht's. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier, wo ich jetzt bin. Ich meine, es ist an sich besser, weil ich gucke dann, wenn ich auf den Bildschirm gucke, wo das passiert, gucke ich aufs Geschehen hier. Andererseits bin ich jetzt direkt über dem Vorratskram. Also weiß ich nicht, ob das so gut ist. Aber schauen wir mal. Okay, und dann hatte ich das letzte Mal noch irgendwie... Der Ton vom Spiel scheint immer noch zu leise zu sein, weil man hört so gut wie gar nichts hier. Dabei sind die im Hintergrund am Arbeiten und so. Und das müsste ich mal ein bisschen lauter stellen. Ich denke mal, jetzt hört man was, oder? Ich bin immer noch doppelt so laut. Okay, dann muss ich im Kopfhörer... Das leise Stellen ist alles so kompliziert. Okay. Da wollen wir mal gucken, wo waren wir denn jetzt? Immer Sommer, es ist September, es ist im Freien. Wir haben immer noch keine Fernkampfwaffen. Hier unten die neue Küche wurde fertiggestellt. Jetzt könnten wir einen Esssaal machen. Und dann müssen wir am besten hier noch einen Durchgang machen. Können wir hier, wenn wir hier schon nichts bauen können, können wir hier nicht das Dach einreißen und hier so einen kleinen Hain machen oder sowas? Oder warte mal, können wir hier nicht noch mehr von den Nokopilzen hinstellen? Ja, ein paar können wir hier noch hinstellen. Ah, jetzt wird es hier natürlich aber 83 Grad warm. Das ist ungünstig. warte mal, hier Noko-Pflanze. Dann machen wir mal als erstes hier... Ah ne, warte, brauchen wir gar nicht, ne? Das ist ja alles schon... als erstes machen wir mal diese Tür hier zu. Damit dann niemand aus Versehen durchläuft und gebraten wird. Dann bauen wir hier eine Lüftung hin. So. Und das... Machen wir mal, da schicken wir gleich Markus, damit das schnell geht. So, siehst du, jetzt haben wir hier schon wieder 33 Grad. Und die Lüftung hat den Vorteil, die können wir zumachen und dann können wir die Abluft der Kühlung hier quasi benutzen, um im Winter, der nie passieren wird, weil es ist tropischer Regenwald, die Basis zu heizen, aber theoretisch könnte man das machen. Wir brauchen schon wieder ein eigenes Lagerhaus alleine für das Heu hier. Aber gut, solange wir Heu haben, werden uns die Tiere nicht verhungern. Ist ja auch schon mal gut. So, Kartoffeln sind auch fertig. So, da wir jetzt genug von dem Noku haben, könnten wir mal anfangen, ein bisschen bessere Nahrung herzustellen. Leckere Mahlzeit. Wiederhole für immer. So. Die können wir von der Priorität auch mal nach oben stellen hier. Ja. Wie gesagt, das ist immer noch unschön hier. Aber wir müssen den Herrn Carsten mal... Ach, okay. Solange Nussi zufrieden ist mit seinem abscheulichen Schlafzimmer. Okay. Ja. Das ist sowas gedacht. Die fressen hier ihren Kram. Hier sind überall Eier. Kann ich mal eine einsammeln? Ja, sehr gut.
ist noch mehr Eier. Da ist auch noch eins. Ein Kasuar-Ei. Okay. So, sehr schön. Oh ja. Wir haben jetzt schon 900 Sandsteinblöcke. Das ist gut. Das heißt, wir könnten jetzt hier mal die Basis verbessern. Und zwar, indem wir hier um die Holzmauer eine Sandsteinmauer drum machen. Okay, speichert wieder. Gut. Ah, Mist, hier passt wieder nichts drauf. Sehr gut. So, und dann können wir das nämlich abreißen. Händler von exotischen Gütern. Okay, eine Karawane nähert sich zum Ortsspringen. Sehr gut. So, das ist unser Händler war ja... Ach, jetzt schläft Carsten. Okay, muss ich das halt machen. Okay. Mal gucken. Vielleicht können wir den ein paar Tiere verkaufen. Die möchten Kasuare haben. Wir haben drei Männchen. Einen Chinchilla könnten wir verkaufen hier. Wir haben nur Männchen? Kasuar-Männchen? Haben wir keine Weibchen? Wo haben wir denn die Eier her? Merkwürdig. Okay, Panther. Wollen wir einen Panther kaufen? Die haben 8. Von denen... 6 Verstärker, so. Leberersatz. Jump Packs. Die wollen nicht wirklich viel von uns haben. Wir können einen Kasuar könnten wir verkaufen. Machen wir das mal. So, wir haben immer noch Sandstein. Warum wird das hier nicht fertig gebaut? Oh, super. Das Kühlhaus ist voll. Bauen wir hier mal noch eins hin, oder? So. Reißen wir ab. Dann können wir hier den Lagerraum auch vergrößern. Handelskarawane zieht weiter. Ja, okay.
Okay. Machen wir die mal alle auf Bauen, damit der zweite Kühlraum schnell fertig wird. Weil wir haben schon wieder eine Ernte eingefahren. Sag mal, schläft Nussi nur? Später war das? 13 Uhr? Ich meine, ich schlafe auch, aber ich bin, glaube ich, Nachteule. Ist sie auch eine Nachteule? Aha. Und sie kommt mit Kerstin nicht so gut klar. Okay. Frohnatur, Asket, keine Nachteule. Okay. Oh wow. Oh wow, so viele Küken. So viele Küken. Ah, sehr gut. Okay. So. Ah, es geht nicht, weil hier wieder nichts stehen kann. Oh, es ist ein Elend. Ein Elend. Weißt du was, wir können hier ja einfach auch noch Lagerraum machen, nur so für den Fall, dass wir auch zu viel von dem anderen Quatsch haben hier. Siehst du, das läuft schon mal. Wie kalt haben wir es hier? 21 Grad. Also machen wir mal auf minus 30. Und dann kopieren wir das hier rein und machen das auf nicht ganz so wichtig wie das andere, damit die erst das hier voll machen, was neben der Küche ist. Und wir könnten hier zum Beispiel in diesem hier, könnten wir sagen, Heu soll er nicht nehmen. Dann wird er das ganze Heu hier nicht rein. Laden, sondern verrücktes Wasserschwein, oh nein, ein verrücktes Kapibara. Das müssen wir dann ja leider jagen. Das wird uns ja angreifen dann sonst. Oh, wir sind schon so gut hier, so gut abgeschottet, dass es gar nicht geht. Auch gut. Ach, jetzt gehen die Alpakas hier rein. Okay, den müssen wir natürlich den zweiten Kühlraum verbieten. So. Was macht das Küken da noch drin? Ihr sollt alle hier in die Tierzone. So. Gut, geht auch. So.
Wenn wir hier eine Tür reinmachen, dann könnten wir hier auch noch könnten wir hier noch so eine Schlachtbank hinstellen vielleicht. So. So, dann machen wir als erstes mal, Carsten soll wieder nicht wirklich was anderes machen als forschen, damit wir endlich die verdammten, genau, damit wir endlich die verdammten Geothermie-Generatoren kriegen und hier mal so ein bisschen mehr Strom verbrauchen können, weil wir brauchen hier noch so einen. Weil wenn Innenräume nicht genug beleuchtet sind, dann können sich da Insekteninfestationen bilden. Weil das so ist. Oh nein, Sonnenfinsternis. Na, mal gut. Wir haben auf Windkraft gesetzt. Nicht? Kerstin und Bench. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Vielleicht sollten wir erstmal dafür sorgen, dass das ganze Essen reingetragen wird, weil irgendwie kriegen die das ja alleine nicht hin hier. Also Carsten bleibt immer noch beim Forschen, alle anderen. Alle anderen sollen erstmal nur den Kram reintragen und das Heu ins andere Lagerhaus tun. Und dann können wir immer noch die Prioritäten einzeln verteilen. So. Siehste, geht doch. Haben wir hier die Tiernahrung? Vielleicht sollten wir. Alpaka hat ein Junges zur Welt gebracht. Okay, geht schon langsam wieder los hier. Jetzt wird hier nur das Heu reingetragen, aber ist auch gut. Wir könnten hier mal wieder für einen Bogen, für einen Boden sorgen. Ja, hauptsächlich Tiernahrung drin ist. Können wir den aus Granit machen, das wird reichen, denke ich mal. Böden. Granit. Die Sonnenfinsternis ist vorbei, wie schön.
Königlicher Aufstieg. Nein, wir lassen die Questen erstmal nochmal sein. Da müssen wir gleich wieder irgendwie Thronraum bauen und nicht bevor wir einen Flachbildfernseher haben. Das haben wir beim letzten Mal auch so gemacht. Erst der Fernseher, dann der soziale Aufstieg. Weil ansonsten kann es ja auch gar keinen Filmabend geben, wenn hier keine Fernseher erfunden werden. Guti. So. Ich und Markus werden uns mal daran machen, hier den Fußboden fertigzustellen. Werde die anderen weiter reintragen. Oder nur ich. Ah ne, da ist Markus. Ah, Entschuldigung. Oh, wir brauchen auch jemanden, der sich um die Tiere kümmert. Tierpflege darf mal Nuno machen. Und Bench. So. Dann gucken wir mal, ob wir unter den Wildtieren irgendwas haben. Oh, Elefanten! Elefanten wäre natürlich jetzt schon cool, ne? Ich meine, 2,5% Chance, dass die einen angreifen, wenn man sie versucht zu aber ich meine, Elefanten, ne? Chinchilla-Ratte, ja, Elefanten sind irgendwie das Nutztier. Ich glaube, die können auch Sachen hin und her tragen. Die versuchen wir einfach mal zu zähmen. Und hoffen, dass wir nicht niedergetrampelt werden. Großartig. Ein Elefant wurde erfolgreich gezähmt. Können die tragen? Hier tragen. Ja, die können tragen. Elefant rächt sich. Hilfe! Ah! Wer ist da? Das Wildschwein. Das Wildschwein lenkt den Elefanten ab. Okay, du darfst dann mal gejagt werden, glaube ich. Okay, ich würde mal sagen, Nuno könnte vielleicht mal weggehen dann. Was ist das hier? Augenklappe aus Stoff, die haben wir immer noch nicht abgeholt. Okay. Blub. Wird auch Zeit, dass wir wieder hier unsere Geschütztürme und so kriegen. Okay, also das war vielleicht keine so besondere... Ai, das arme Wildschwein. Keine so besonders gute Idee, die Elefanten zu zähmen. Ah! Und dann erwischt es ausgerechnet Nuno und nicht Bench. Linke Arm abgeschnitten! Ah! Bench! Hat keine Waffen. Okay. Dann kann Carsten mal nur retten. Nicht priorisieren von leckeren Mahlzeit hier. Ziehe Nuno Krankenschwester aus, bitte auch nicht rette. So. Okay, dann können wir ja gleich schon mal wieder für den bionischen Arm sparen, so wie das aussieht. Alles nur, weil ich Elefanten haben wollte. Behandlung benötigt, Bench. Oh Gott, Bench, was machst du? Ah! Okay, also das mit den Elefanten war eine dumme Idee, ich sehe es ein. Ach, das arme Wildschwein. Okay. Okay.
Wie geht's Bench eigentlich? Linkes Auge herausgeschnitten! Es könnte eventuell sein, dass ich neu laden muss jetzt. Weil vielleicht kriegen wir den nicht mehr gerettet und vor allen Dingen vielleicht kriegen wir den Elefanten nicht tot. Weil wir haben nur sehr wenige. Also ich habe eine Pistole, Kerstin hat eine und noch nicht mal Carsten hat eine, weil wir uns. Wir haben uns noch keine Fernkampfwaffen gemacht. Wir hätten uns Bögen machen sollen. Dann wäre das alles vielleicht ein bisschen. Oh Gott, jetzt laufe ich hier hin. Nee, lass mal, ich lade neu. Bin gleich wieder da. Ich lade nur kurz neu. Okay, also das ist, bevor wir die Elefanten versucht haben zu zähmen, es ist aber nachdem wir hier diesen Raum gebaut haben, haben wir schon unseren Arbeitsplan. Nicht wirklich. Wir wollten. Haben wir hier schon Fußboden drin? Auch noch nicht. Der Fußboden ist auch noch nicht fertig. Okay. Wir sind ein Stück weit zurückgesprungen. Das war der letzte Save, den wir hatten, aber. Was soll's? Okay, Arbeit. So. Bauen. So. Und Kerstin ist ja eigentlich Ingenieurin, ne? Machen wir die dreimal, der Rest kann. Und dann brauchen wir ganz dringend eine Produktionsstätte, um uns Waffen herzustellen. Ich meine, da könnte man so einen Arbeitsplatz machen, der würde reichen. Aber eine elektrische Schmiede ist vielleicht besser. Und die bauen wir dann auch hier in den Raum, weil hier haben wir schon die Werkbank drin. Ja. Drei Kolonisten untätig, Nussi, Nuno und ich. Okay. Warum? Nussi kann auch mal auf Tierpflege. Ach, der ist fertig, gut. So, und dann bauen wir mal Kurzbögen. 1, 2, 3, 4, 5. Bauen wir mal 7 Kurzbögen. Wird ja dann hoffentlich ein guter dabei sein. Königlicher Aufstieg. Okay, das ist das nochmal. Lassen wir erstmal bleiben, wie schon erwähnt. Und dann müssen wir jemanden zuweisen, der hier schmiedet. Bench. Ach, Carsten ist am besten, aber machen wir mal Jefim. Oh, ich habe Jefim auf. Ich habe Jefim aus Versehen auf Forschen gesetzt. Okay. Ich habe Carsten verwechselt. Gut, dann darf Carsten die Bögen schmieden. Das soll mir recht sein. Dann hat wieder jeder was zu tun. Es wird weiter das Heu hier reingetragen. Alle Arme sind wieder dran für jetzt. Und das Drama ist abgewendet. Dann können wir beim nächsten Mal versuchen, vielleicht die Elefanten zu zähmen. Oder Nashörner. Aber ich glaube, Nashörner sind nicht so nützlich wie Elefanten. Elefanten tragen, wie gesagt, auch Sachen durch die Gegend. Das ist, wäre sehr praktisch hier. Haben wir eigentlich noch irgendwelche Kunstgegenstände, die wir begutachten können hier? Nee, erstmal nicht. Hier war schon, ne? Ja. Okay, hier könnten wir auch mal einen Fußboden reinlegen. Und zwar. Bench ist im Schießrausch. Okay, also das ist. Nützt uns so lange nicht, solange er keine Waffe hat. Fliese aus Granit. Sieht gut aus. Okay. Zu wenig. Okay, machen wir bei Carsten im Zimmer. Was war das hier?
Sandsteinblöcke, okay. Fliese aus Sandstein. So, hier auch. Da sieht man dann auch gleich, wo der richtige Fußboden ist und wo wir noch was machen müssen. Okay, unglaublich, wie die Zeit fliegt. Wir sind schon wieder auf einer halben Stunde. Darum sage ich bis zum nächsten Mal und lasst euch von Elefanten keine Arme abschneiden. Ja, und drückt die Glocke und schreibt einen Kommentar und blädelde bäh. Daumen nach oben und so. Okay, ciao.